Das Internet ist einer der glorreichsten Erfindungen der Menschheit, aber vor allem ist es ein Ort, an dem sich jeder Müll echt schnell verbreiten kann. Die Globalisierung der Moderne hat schon seine Vorteile. Ich meine, wie haben sich vor dem Internet Sachen verbreitet? Per Zeitung? Flaschenpost? Wenn Leute irgendwas cool finden, dann verbreitet es sich in der heutigen Zeit in nur wenigen Tagen und Trends entstehen, natürlich auch unter den Videospielen. Das Problem an solchen Trendgames ist, dass sie meistens so schnell wieder gehen, wie sie einst gekommen sind. Oder spielt jemand von euch noch Quop? Starten wir am besten eine kleine Tour durch die Vergangenheit und schauen, was damals so gefeiert wurde. Let's Plays auf YouTube waren mal eine Sache. So im Rückblick auf alte YouTube 2010 Let's Play Zeiten waren die Videos echt nicht qualitativ irgendwie heftig oder so, aber sie hatten ihren Charme. Und wer mit diesen Videos erfolgreich sein wollte, musste eigentlich nur ein paar bestimmte Games abarbeiten und boom, Millionär. Slenderman war eins von ihnen und am lustigsten an dem Game finde ich, dass dort echt versucht wurde, an den Hype anzuknüpfen, aber es nie geschafft wurde. Jeder kennt nur das erste Slender-Spiel, in dem man diese Seiten suchen muss, aber kennt ihr auch Slender The Arrival oder Slender Mansion oder Slender Home? Oder Slender Space? 2018 ist sogar ein Slenderman-Film rausgekommen, der jetzt nicht allzu gut ankam. Das, was damals aber wirklich durch die Decke gegangen ist, ist das allererste Slender-Spiel, The Eight Pages. Ich find's wirklich kurios, weil selbst ich als absoluter Horrorschisser nie wirklich fand, dass Slender so ein gruseliges Spiel ist. Man läuft durch einen dunklen Wald und muss 8 random verstreute Seiten suchen, ohne halt vom Slenderman gekillt zu werden, aber ich kann den Bastard irgendwie nicht ernst nehmen. Sein Kopf sieht aus wie ein Tischtennisball. Interessant hat das Spiel halt die ganzen Videos gemacht, wo Leute förmlich ausgerastet sind, weil sie vom Tischtennismann verfolgt werden, aber da alleine das zum Hype geführt hat, ist das Spiel wieder recht schnell verschwunden. Ein späteres Beispiel von Horror in dem Gebiet ist FNAF, mit dem Unterschied, dass hier der Hype für das Spiel tatsächlich genutzt wurde, um ein richtiges Franchise zu kreieren. Es gibt so viele Five Nights at Freddy's Spiele, es wurde sogar Anfang diesen Jahres erst wieder ein neues angekündigt. Es ranken sich so viele Theorien um diese Spielereihe. Und das, obwohl alles nur mit der Aufgabe angefangen hat, ein Spielzeugladen über Nacht zu bewachen. Man muss aber dazu sagen, dass Puppen allgemein viel gruseliger sind als fucking Mozzarella-Mann. Kennt ihr diese Babypuppen, irgendwie Babyborn oder sowas, ich find's halt wirklich gruselig. Das erste FNAF-Spiel hatte halt wirklich diese creepy Atmosphäre, YouTuber sind beim Spielen ausgerastet, ein virales Game wurde erschaffen. Apropos Ausrasten, Happy Wheels darf bei einem Video über tote virale Spiele natürlich nicht fehlen. Viele dachten, dass Happy Wheels mit dem Tod von Flash buchstäblich sterben wird, aber keine Angst Leute, Ende letzten Jahres ist die JavaScript-Version von dem Spiel rausgekommen, man kann es also immer noch spielen. Es ist denke ich klar, wieso dieses Spiel für eine Zeit lang wirklich überall war. Man konnte eigene Level stellen, was die Interaktion mit YouTubern leicht gemacht hat und sich somit Insider in dem Spiel bilden konnten. Außerdem war das Spiel überaus brutal und es spritzte überall Blut hin, wenn man verletzt wurde, was nun mal eine durchaus lustige Sache ist. Happy Wheels konnte quasi nicht langweilig werden, da es wirklich unendlich User-Level gab, bis es langweilig wurde und niemand mehr Happy Wheels gespielt hat. Man muss aber dazu sagen, dass es schon ein paar Jährchen gehalten hat. GLP hat zum Beispiel 569 Happy Wheels Videos gemacht. Junge, das ist ja fast so wie bei mir und Videos über Tod. Eine Sache, die ebenfalls schon viel zu lange existiert, ist der Yandere-Simulator. Anfang 2015 schossen Videos aus dem Boden, die dem Spiel einen kräftigen Hype verschafften. Ich meine, es war schon ein lustiges Game, man ist ein Anime-Mädchen, das obsessed von ihrem Senpai war. Es war einfach funny, irgendwelche Anime-Mädchen zu ermorden, die zu viel Zeit mit unserem Senpai verbracht haben. Das Ding war aber, dass das Spiel damals, als es so viel Aufsehen erlangt hat, nicht mal draußen war. Es war alles eine Sandbox-Demo. Die Entwicklung läuft bis heute und viele Leute sind mad deswegen, vor allem aber auf das allgemeine Verhalten des Entwicklers, dem Yandere Dev. Er ist eine Person, die nicht wirklich gut mit Kritik umgehen kann. Es gibt sogar Speedruns davon, auf seinem Discord gebannt zu werden und der Weltrekord liegt bei 0 Minuten und 0 Sekunden. Der Hauptkritikpunkt an dem Yandere Dev ist wohl, dass sein Spiel nach 6 Jahren immer noch in Entwicklung ist und er zwar vorankommt, aber nicht wirklich schnell. Man muss ihm zugutehalten, mittlerweile kann man wirklich viel mehr Sachen in dem Game machen als noch 2015. Es gibt super viele Orte, an die man reisen kann und so weiter, aber um sein Spiel nach Jahren oben zu halten, muss halt ein wenig mehr kommen. Das, was das Spiel relevant hält, ist halt so ein wenig das Drama um das Spiel und dem Yandere Dev statt das eigentliche Spiel an sich. Es gibt mehr Leute, die Memes zum Yandere Dev posten, als Leute, die den Yandere Dev wirklich mögen und verfolgen. Aber hey, immerhin wird noch über das Game gesprochen, es ist nicht einfach komplett gestorben. Denn die Geschichte von zum Beispiel Fall Guys ist wahrlich ein wenig trauriger. Das Spiel hatte hunderttausende Zuschauer auf Twitch, das ganze Internet hat sich um dieses Spiel gedreht, nur damit es einen Monat später niemanden mehr juckt. Das Spiel hat zum Zeitpunkt des Grips auf Twitch knapp 2000 Zuschauer. Weltweit.
Spiele wie Dofus oder Crowfall, von denen ich noch nie was gehört habe, haben mehr Zuschauer. Es ist erschreckend, da man wirklich dachte, Fall Guys wird eine Sensation wie beispielsweise Fortnite oder Minecraft. Millionen von Menschen aus der gesamten Welt haben das Spiel gespielt und eine richtige Community mit Memes wie das Verliererteam Gelb hat sich um das Spiel gebildet. Vor allem wegen der Pandemie hatten Spieler Lust auf ein Game, das man mit seinen Freunden von zu Hause aus spielen konnte, und Fall Guys kam da wie gerufen. Tatsächlich wurde das Spiel schon auf der E3 2019 vorgestellt, aber da hat es lustigerweise ungefähr genauso viele Leute interessiert wie jetzt. Ihr kennt das Spiel vermutlich, es ist ein Battle Royale Game, das aber anders war als andere Vertreter des Genres. Es war kein Shooter, wo man Leute ermorden musste, es war ein Partygame, in dem man kleine Minispiele gewinnen musste, um eine Runde weiterzukommen, und das ist eigentlich ein echt lustiges Konzept. Leider entstanden immer mehr Risse in der spaßigen Hülle von Fall Guys, die dafür gesorgt haben, dass der Hype ganz schnell wieder verschwunden ist. Erstens, die Cheater. Es ist gefährlich für ein Online-Game, wenn es extrem leicht ist, in diesem zu cheaten, und es extrem schwer ist, gegen diese Cheater vorzugehen. Egal in welches Game man gegangen ist, immer gab es irgendjemanden, der mega schnell gerannt ist oder direkt ans Ziel geflogen ist. Mal davon abgesehen, dass man eine echt traurige Gestalt sein muss, um in einem Spiel wie Fall Guys zu hacken, kamen diese Leute damit auch echt immer leicht davon, da Fall Guys kein Report-System besaß. Die meinten einfach, dass ihr Anti-Cheat so gut sei, dass es nicht vonnöten ist. Ja genau. Die einzelnen Spieler hatten nicht meinen Namen, man hieß einfach Fall Guy und dann einfach irgendeine Zahl von 1 bis 9999. Da dieses Spiel Millionen von Menschen gespielt haben, ist es natürlich klar, dass die Zahlen mehrfach an Spieler verteilt wurden und die Cheater somit mehr oder weniger anonym blieben und einfach fröhlich weiter cheaten konnten. Zweitens, die Abwechslung. Es gab keinen Fall Guys. Man hat immer dieselben paar Minispiele gespielt und es hat bestimmt Spaß für ein paar Tage gemacht, aber bei mir war zum Beispiel echt schnell die Luft raus und die haben ein wenig zu lange gebraucht, um neue Games rauszuhauen. Mittlerweile ist das Game in Season 4 und das ist auf jeden Fall cool, aber die meisten haben halt schon vor Release von Season 2 aufgehört, weil es einfach viel zu schnell langweilig wurde. Drittens, Among Us. Among Us war am Ende des Tages einfach das spaßigere Spiel, das man mit seinen Freunden in Quarantäne spielen konnte, und hat Fall Guys relativ schnell verdrängt. Apropos Among Us. Auch bisschen tot, auch bisschen tot. Nicht so tot wie Fall Guys, aber es liegt wohl daran, dass es immer mehr coole Mods für das Spiel gab, die mehr Rollen in das Spiel eingefügt haben und andere coole Optionen. Dass ein Spiel hyped, heißt aber natürlich nicht, dass es automatisch sterben muss. Minecraft ist wohl das perfekte Beispiel eines Indie-Games, das vor allem über YouTube einen Hype kassiert hat, wie kein zweites und immer noch relevant ist. Es ist mittlerweile sogar das meistverkaufte Videospiel aller Zeiten. Viele sagen auch immer, Fortnite ist tot, aber es sind wahrscheinlich einfach Spieler, die Fortnite-Zeiten von vor ein paar Jahren zurück wollen. In der Realität hat das Spiel immer noch zehntausende Zuschauer und Millionen von Spielern, die auch, denke ich mal, nicht so schnell aufhören werden, dieses Spiel zu spielen. Ich denke, das Wichtigste bei einem gehypten Spiel ist, dass es nicht nur gehypt wird wegen irgendwelchen Gimmicks oder kurzweiligen Späßen, sondern es darüber hinaus auch tatsächlich ein gutes Spiel ist. Es darf einfach nicht schnell langweilig werden, muss geupdatet werden und schon steht einer Erfolgsgeschichte nichts mehr im Weg. Wenn ihr mich also entschuldigt, ich werde mir nun ein Ründchen schlanker Mann die 8 Seiten einverleiben.